Jetzt habe ich schwarz auf weiß unterschrieben. Ein Vertrag mit mir selbst, der mich quasi zum YouTuber macht. Aber um jetzt mal genau zu verstehen, was ich euch damit sagen will, müssen wir jetzt erstmal zurück zu meinen Eltern. Kaufte ich mir mit 13 Jahren meine erste Videokamera. Eine Panasonic NVGS11. Ja, und während unsere Eltern beim Essen saßen, rannten wir Kinder durch Haus und Garten und begannen kleine Spielfilme zu drehen. Ein Glück, dass es YouTube damals noch nicht gab. Ansonsten hätten wir den ganzen Quatsch sicher alles hochgeladen. Aber jetzt zurück zum Video. Die letzten Videos mit der Kamera machte ich wohl so 2007 rum. Mein größter Traum damals war es immer noch, ins Fernsehen, ein Regisseur zu werden. Und so machte ich 2008 auch mal ein Praktikum in einer Produktionsfirma. Ich glaube nicht, dass mein Praktikum zusammenhing, aber irgendwie war danach erstmal für lange Zeit Schluss mit Videos und wahrscheinlich war der Grund tatsächlich einfach diese alte Kamera. Irgendwann 2010 habe ich dann YouTube für mich entdeckt. Und im Februar 2011 kaufte ich mir eine Kodak Placeboard und lud damit mein erstes YouTube-Video hoch. Ja. 2011 ging es dann direkt weiter und im Sommer begleitete ich dann eine Pilgergruppe zum Weltjugendtag nach Madrid und machte daraus einen zweiwöchigen Videoblog. Quasi meine erste Auftragsproduktion, wenn man es so nennen will. Danach wurde es wieder ruhig, bis ich 2014 über 10 Wochen eine wöchentliche Kurzdoku zur Entstehung des Kulturspektakels und am Ende auch ein kleines Video über das ganze Festival produzierte. Inspiriert durch Casey Neistat. Starting today, my 34th birthday, I'm going to make a movie every day. Wollte auch ich das mal ausprobieren, dieses Vloggen. Und so packte ich 2015 auf eine Reise mit meiner Schwester einfach mal die Point-and-Shoot-Kamera meiner Eltern ein und wir drehten unsere ersten Vlogs aus Oslo. Das hat dann auch irgendwie so viel Spaß gemacht, dass ich noch im gleichen Jahr mir selber wieder mehr Kamera-Equipment kaufte. Und so begann dann auch die Reise wieder. Videos vom Skifahren, vom Wandern, vom Radeln, ein neuer Vlog aus Budapest, wieder was vom Skifahren und dann unser letzter größerer Vlog aus Österreich. Wenn ich jetzt richtig nachgezählt habe und diese ganze Liste hier von 2004 an stimmt, dann sind es jetzt schon 72 Videos, die ich in meinem Leben produzierte. Das Problem dabei, die Videos, die ihr jetzt hier gesehen habt, kamen immer nur noch spärlich. Es kam irgendwie nicht mehr mit einer Regelmäßigkeit. Es war eher wie wenn es zufällig wäre. Und das, obwohl Videos eigentlich meine liebste Erzählform sind. Ich so gerne selber Videos produziere und super gerne mit euch meine Erlebnisse, meine Geschichten, meine Gedanken teilen würde über diese Form. Und dabei auch irgendwie meinen eigenen Videostil entwickeln. Und auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat mich dieses wunderbare Buch von Adam Grant,
In dem schreibt er nämlich auch zu zum Beispiel eigenen Videostil machen: It's widely assumed that there's a trade-off between quantity and quality. If you want to do better work, you have to do less of it. But this turns out to be false. In fact, when it comes to idea generation, quantity is the most predictable path to quality. Und deswegen habe ich mir ein neues Ziel gesetzt. Und dieses Ziel heißt, jeden einzelnen Monat muss es jetzt ein neues Video auf diesem Kanal geben. Aus diesem Grund habe ich auch diesen Vertrag hier mit mir geschlossen. Einfach, um mir selber ein bisschen mehr Druck zu machen und das Ganze irgendwie festzuhalten. Und weil der Druck ja auf mich selber jetzt nicht schon hoch genug ist, freue ich mich natürlich auch über jede Abonnentin, jeden Abonnenten, die diesen Kanal hier mitverfolgen wollen und wo ihr dann sagt, hey, Daniel, du hast doch viel versprochen, du willst doch Videos hochladen, jetzt mach doch hier mal Videos uploaden. Genau, deswegen könnt ihr den Kanal jetzt hier abonnieren und ich freue mich sehr drüber und bin gespannt, was die nächsten Monate so alles bringen wird. Selber weiß ich jetzt auch nicht genau, ob das, war das jetzt dieser YouTube-Moment? Bin ich jetzt YouTuber?